Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Boom Beach mit mir, dem Fred. Es ist lange her, dass ich letztes Mal Boom Beach aufgenommen habe mit Coach Fred. Der Name gefällt mir. Mit Coach Fred. Also, was wir heute vorhaben, wir wollen nochmal auf die Warships gucken. Ich muss gucken, dass ich mal hier noch ein paar Sachen mache. Heute ist ja nicht Clash of Clans, sondern Supercell Super Samstag. Und das bedeutet, wir spielen einfach mal so ein paar Supercell-Spiele. Alles querbeet. Das ist jetzt eine Folge, die ich alleine aufnehme. Es wird wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Folge dabei sein, die ich mit Matthias aufnehme. Da haben wir auch schon einige Sachen geplant. Ja, Dorfbesuche gab es entweder schon oder gibt es noch, je nachdem, wann diese Folge heute erscheint. Wir gehen mal zu den Warships. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass immer noch Saison 3 ist. Also das letzte Mal habe ich ja, glaube ich, wann habe ich denn das letzte Mal Boom Beach gespielt? Es ist schon einige Wochen her und ich hatte echt gedacht, es wäre schon Saison 4, ist es nicht. Saison 3, 19 Tage, 5 Stunden. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir greifen an. Ich habe keine Trypskis. Moment. Doch. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Wir haben, ja, alle Truppen fertig. Wir haben nur Schwergewichte. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwarten wird. Ich habe noch keinen. Ich habe noch keinen Held, ne? Ich habe gar nichts. Ich glaube, ich habe gar nichts. Ich habe, glaube ich, Saison 3 auch noch gar nicht gespielt. Aber wird denn das dann automatisch zugelost? Alle haben Gegner gefunden. Ich habe gar nichts. Doch, hier. Das habe ich. Was soll ich das draufhauen? Ich habe ja nicht mal. Oh Gott, ich habe nicht mal Rauch. Ich habe keinen Helden, gar nichts. Ja, das ist ja super. Ja, das ist ja mal richtig klasse. Okay, den einen haben wir aber auf jeden Fall schon mal weg. Okay. Wird lustig werden. Wir müssen gleich echt mal gucken. Ah, der ist auch weg da oben. Die Kanone, yes. Die Kanone ist auch weg. Alles klar. So, die Schwergewichte sind unterwegs. Die Schwergewichte sind am Laufen. Und ich bin mal gespannt, ob sie einige neue Sachen gemacht haben. Oh, dieses Update war so gut damals. Es war so gut, aber es kam in meinen Augen ein bisschen zu spät und ich glaube auch die Stufe, mit der du das freischaltest, ist ein bisschen zu hoch. Das bedeutet, neue Spieler bei Boom Beach haben jetzt nicht so den Anreiz, halt neu anzufangen. Neue Spieler sind natürlich immer die, die neu anfangen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Neue Spieler haben halt nicht so den Anreiz, ja, quasi bei Boom Beach noch großartig anzufangen oder aktiv zu sein, weil das Warships-Update bzw. die Warships ein bisschen später im Spielverlauf sind. Und ja, fände ich besser, wenn es ein bisschen beim Hauptquartier etwas niedriger wäre. Vielleicht haben sie es auch zwischendurch schon, vielleicht haben sie es zwischendurch schon geändert. Ich weiß es nicht, kann ich mir aber nicht vorstellen. Der Gegner greift an, aber irgendwie scheinen wir wohl zu gewinnen. Anscheinend. 2 Minuten 49 und der Gegner hat noch gar nichts gemacht. Keine Ahnung, ich sehe nichts. Kommt, Leute, macht alles kaputt. Stimmt, man bekommt ja die Schlüssel mittlerweile für die zerstörten Maschinenräume. Wir haben gewonnen. So, wir haben jetzt, was habe ich denn jetzt gekriegt? Ah, noch gar nichts, stimmt, du musst ja hier weiter vorgehen. So, wir gucken mal drauf. Okay, Rang 10. Hier haben wir 7 von 8 zerstört, einen müssen wir noch, dann kriegen wir wieder eine neue Kiste. Machen wir. Wobei, warte mal, wir gucken erstmal in den Tech Tree, in den Technikbaum. Das habe ich freigeschaltet, irgendwann mal? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Wir kämpfen jetzt wieder. Wir haben noch alle Truppen fertig. Und weiter geht's. Mal gucken, wie schnell die Gegner... Okay, die Gegnersuche war dieses Mal richtig schnell gegen Jax Teller 30. Der Gegner hat schon seinen Angriff begonnen. Wir lassen uns noch ein bisschen Zeit. Hauen da schon mal ordentlich drauf. Komm, nein, es hat nicht ganz gereicht. Es hat nicht ganz gereicht, es kaputt zu machen. Aber okay, jetzt. Alles klar. Wir haben schon mal 2 Gebäude zerstört. 2 Verteidigungsanlagen. Jetzt versuche ich natürlich hier alles kaputt zu machen, aber es ist... es könnte etwas schwieriger werden diesmal. Die Kanonen sind ziemlich stark. Sehen wir jetzt schon, ne? Die Schwergewichte sind schon ordentlich am Rödeln. Oh Gott. Das wird diesmal auf jeden Fall schwieriger. Aber wir haben ja auch nichts als Alternative. Wobei, doch, ich habe die Schützen noch, ne? Die Schützen hätte ich noch. Ist halt die Frage, ob ich sie benutze. Denn die Kanonen sind sehr stark gegen die Schwergewichte. Wir sehen das jetzt. Sind schon einige kaputt. Kommt. Ich glaube, wir kriegen jetzt hier... Kriegen wir einen Maschinenraum oder kriegen wir keinen? Das ist die große Frage. So, einige schon kaputt.
Kommt, 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 kommt. Alles weg. Die Maschinengewehre weg. Der Schützenturm weg. Alles weg. Ah, ich habe die ganzen Begrifflichkeiten noch drauf. Na, sieh mal einer an. Na, sieh mal einer an. Ich habe noch so viel Energie. Wir müssen mal gucken, dass wir die gleich mal irgendwie loswerden. Weiter, 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 weiter. Oh, der Gegner hat sich zurückgezogen. Was ist denn da los? Der Gegner eben hat keinen einzigen Maschinenraum geholt. Und jetzt hat er auch keinen geholt. Allerdings haben wir auch noch keinen. Nein, das werden wir auch nicht mehr schaffen. Oh, ein Unentschieden. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob wir bei einem Unentschieden nicht haben, wer mehr Prozente holt. Ja, ja, es zählt. Ganz knapp. Allerdings bringt mir das nichts, weil ich dadurch ja nichts gut geschrieben bekomme. Aber egal, wir haben gewonnen. Und doch, doch, das bringt mir schon was, weil wir hier ein bisschen weitergehen, Richtung Rang 11. So, wir gucken mal da. Siegesserie dreimal. Aber ich habe ja, wie, das ist das Blöde, ich habe keinen Kampflog. Wahrscheinlich, weil ich habe noch nicht angegriffen in Saison 3. Das muss automatisch passiert sein irgendwie, oder? Nee, oder Matthias. Ah, Matthias war das, glaube ich. Stimmt, ich glaube, ich habe Matthias in... ich glaube, das war Matthias. Ich glaube, das Geheimnis des mysteriösen Angreifers ist gelüftet. Jetzt machen wir mal Hälfte, Hälfte. Guck mal, ob das funktioniert. Bitte, bitte, bitte ein Gegner, den wir schaffen. Laut des Erfahrungswertes, den wir ja bisher gesammelt haben in dieser Folge. Okay. Was macht er denn? Ist der blöd? Hä? Warum setzt er denn seine Maschinenräume ganz an den Anfang? Kann mir das mal einer erklären? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Oder sehe ich das jetzt komplett... ist das eine Falle? Sehe ich das komplett falsch? Bin ich komplett blöd? Aber wir gewinnen doch. Warum setzt denn Soul seine Maschinenräume an den Anfang? Warum? Warum macht er das? Ich weiß es nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Erleuchtet mich. Bringt es mir bei, warum er das tut. Ich weiß es nicht. Ist er noch dabei? Wir schauen ihn uns mal an, was er tut. Also er gewinnt. Zumindest, also er gewinnt nicht, aber er zerstört zumindest beide Maschinenräume. Oder droppt er? Will er droppen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Er geht auf jeden Fall ganz gut durch. Hat mich relativ easy zerstört. Nur wird der liebe Soul ja verlieren, weil... Wir haben es gesehen. Ich war schneller, auf jeden Fall. Yes. So. So, 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 so. Kriege ich keine Belohnung? Für Rang 11? Doch, 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 doch. Wir kriegen noch eine Belohnung. Meine Stimme macht auch langsam gleich nicht mehr mit. Deswegen müssen wir gleich mal einen ganz kurzen Cut machen, damit ich meine Stimme mal einmal kurz ölen kann. Warte mal. Aber hier noch eben. Was wird es sein? Oh, 14.000 Gold und ja. 50.000, warte mal, Upgrade-Marken und Upgrade-Token. Ne, Freischaltmarken und Verbesserungsmarken. So, wir werden gleich noch gucken, was wir verbessern können. Ich muss mal meine Stimme ölen. Kurzer Cut. Bis gleich. Wie das duftet, das Kaffeemännchen kommt. So, wir sind wieder zurück und ein Schluck Wasser vollbringt manchmal wahre Wunder. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal eben, was wir jetzt hier upgraden können. Da ist der Mörser. Ich habe keinen Held, ne? Da ist der erste Held, den ich freischalten kann. Das ist Sergeant Brick. Allerdings haben wir da noch bei weitem nicht genug. Ich würde sagen, wir nehmen ruhig mal die Schützen. Wir verbessern die Schützen und verbessern auch noch... okay. Wir verbessern noch den Turm. Da müsste das auf jeden Fall reichen, den... Schalten wir noch nicht frei. Nein, 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 nein. Den schalten wir noch nicht frei. Ich habe jetzt natürlich noch einen neuen Turm. Der kommt nach da oben. Und jetzt sind wir bereit. Siegesserie Teil 4. Oder beziehungsweise jetzt ja dann Teil 5. Der fünfte Sieg in Folge gegen Hamza Al-Abad. So. Mein lieber Freund, bist du bereit, zerstört zu werden? Ich glaube schon, dass er das ist. 1, 2... Oh, 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 oh. Nicht die Schützen nach vorne, bitte. Nicht die Schützen nach vorne, bitte. Das wäre ganz, ganz schlecht. Nicht die Schützen da reinlaufen lassen. Ansonsten müssen wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall alles zerstört bekommen. Ah nein, die Kanone lebt noch. Die Kanone lebt noch ganz knapp. Allerdings, die Schützen, seht ihr da? Da sind sie noch ganz knapp am Leben. Die müssen wir noch durchbringen. Das wäre geil, wenn wir das schaffen würden. Die Kanone ist schon mal kaputt. Wir müssen natürlich auf die Zeit auch achten. Ah, das Spiel hat mir schon ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Schade, dass es so wenig Leute gucken. Weil das Spiel eigentlich cool ist. Es macht Spaß, es ist eigentlich, finde ich, ganz gut. Aber anscheinend
gibt es da nicht mehr so die ganz große Community, vor allem zumindest nicht in Deutschland. Aber es ist immer noch ein geiles Spiel, das muss man auf jeden Fall sagen. Sonst würde ich es auch nicht zeigen hier, beim Supercell Super Samstag. Kommt. Kümmert euch noch eben darum. Jetzt ist die Frage, was tun wir? Ich habe keine Energie mehr dafür. Wir müssen die Kanone unbedingt noch kriegen. Da hinten ist noch der Mörser. Er hat mich besiegt, glaube ich. Ich glaube, er hat mich besiegt. Ich glaube, er hat mich besiegt. Ich glaube, wir werden das, glaube ich, verlieren. Hamza Al-Abad. Du kleiner Schlingel, hast mich besiegt. Ich gebe nicht auf. Ich werde nicht aufgeben. Wir gucken es uns auf jeden Fall gleich mal an. Oh, Hamza, bitte nicht. Bitte nicht. Ich glaube schon. Ah, Mist. Das ärgert mich jetzt, dass der Hamza mich besiegt hat. Aber so ist das nun mal manchmal. Ja komm, ey, was soll's. Ich habe zwar eben gesagt, wir machen das nicht. Ja, ich weiß. Ich habe das eben gesagt. Aber der muss erstmal weg. Der muss auch weg. So. Das kommt noch weiter nach vorne. Das auch. Jetzt haben wir noch zwei Mörser. Die werde ich natürlich ein bisschen weiter in die Mitte reinsetzen. Die sollen sich ja aufgrund ihrer Reichweite bezahlt machen. So, Maschinengewehr. Und noch zwei Kanonen. Eine nach da und eine nach... Ja, Moment. Bisschen weiter weg. So. Jetzt können wir den Mörser irgendwo... die Kanone noch irgendwie dazwischen bauen, oder? So. Wir testen es einfach mal aus. Aber ich meine, die zwei Mörser... Könnte schon sein, dass sie noch ordentlich Unterschied machen. Warte mal, wir werden jetzt aber hier noch einmal das so auswählen. Viermal Schwergewichte. Zweimal Schützen. 3, 2, 1. Ja, hoffentlich starten wir jetzt eine neue... Siegesserie. Wir haben zwar gerade verloren, Captain Nemo, du wirst mich nicht besiegen. Oh, doch, vielleicht doch. 1, 2. Alle Mann drauf. Es ist halt schwierig, sich zu entscheiden, was man jetzt macht. Also gehen wir jetzt wirklich auf... Gehen wir direkt durch? Das war ja immer bei dem Rauch. Das war immer so die Klassiker-Taktik bei Boom Beach. Du nimmst den Rauch, drisch ihn, beziehungsweise du nimmst halt die Fackeln. Oder war das der Rauch? Halt, damit du halt den angezeigt hast, hier, da ist das Ende vom Gelände, da müsst ihr hinlaufen und den Rest bitte komplett ignorieren. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Müsst ihr ja immer nachgucken, wie das hieß. Und dadurch hast du halt, da ging es nur um die Zeit. Ich finde es gut, dass das jetzt nicht der Fall ist, dass du jetzt wirklich mal ein bisschen überlegen musst, wie teilst du dir die Angriffe ein. Denn ansonsten wird das Spiel natürlich auch mal ein bisschen langweilig. So, die Kanone ist weg. Unser Gegner hat auch noch keinen Maschinenraum. Das könnte sich aber noch ändern. Ist halt die Frage, wie weit das jetzt gleich vorangeht. So, Mörser muss jetzt down. Yep, Mörser ist down. Jetzt noch das Maschinengewehr. Wir haben nicht mehr viele Truppen. Und die wir haben, sind angeschlagen. Also einen kriegen wir noch. Zwei kriegen wir, glaube ich, nicht. Einen kriegen... Ah, auch wieder knapp, ne? Eieieiei. Der Schützenturm ist noch ordentlich am Rackern. Die Kanone da hinten ist noch ziemlich weit entfernt. Die könnten wir vielleicht gleich noch kriegen. Wir werden es sehen. Ich muss aber gleich auf den Schützenturm drauf. Beziehungsweise hauen gleich direkt da drauf auf den Maschinenraum. Aber der Gegner hat auch noch nichts gemacht. Der Gegner hat auch noch nichts gemacht. Es steht immer noch 2 zu 2. Komm. Das reicht nicht. Okay. Es reicht nicht, aber immerhin einen. Einen Raum und einigermaßen viel Zerstörung. Also viel steht ja jetzt hier nicht. Naja. Wir werden es sehen. Ja, die beiden geben nicht auf. Die beiden geben nicht auf. Der eine gibt nicht auf. Der eine gibt einfach nicht auf. Na, okay, jetzt aber. Alter, der eine Schütze hat einfach nicht aufgegeben. Vielleicht muss ich... Oh, wir haben gewonnen. Vielleicht muss ich doch gleich mal noch... Wir machen jetzt noch einen Angriff. Vielleicht werde ich jetzt doch noch mal einmal nur Schützen machen. Einmal noch Schützen. Oh, nee, komm. Okay, ganz knapp. Drei haben wir noch. Und jetzt nochmal ein Sieg. Komm. Wir haben so viele... Wir haben schon einige Kämpfe gewonnen. Wir haben erst einen verloren. Oh Gott. Oh Gott. Warum wieder am Anfang? Ich verstehe es einfach nicht. Das war jetzt gerade komplett blöd. Ich habe da alles draufgehauen auf den Mörser. Und als ich da alles draufgehauen habe... Guck mal, wie schnell der ist. Guck mal, wie weit der ist. Der hat den dritten Maschinenraum hundertprozentig noch gar nicht gesetzt, obwohl er ihn setzen könnte. Guck mal, wie weit der ist. Mann. Jetzt müssen wir echt hoffen. Auch wenn das bei ihm ganz am Anfang ist alles, dass wir trotzdem jetzt
Das wird trotzdem knapp. Der könnte richtig gut durchgehen, der Typ. Oh, bitte nicht. Oh, ist das spannend. 3 Minuten 21. Oh Gott, 3 Minuten 22. Oh Gott, war das knapp. Dass es gereicht hat. Ich verstehe die Taktik von ihm jetzt nicht, ehrlich gesagt. Warum er die Maschinenräume dahingestellt hat. Keine Ahnung. Oh, gewonnen. Aber der Typ hat hundertprozentig seinen dritten Maschinenraum nicht gesetzt. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Wir gehen jetzt mal ganz kurz noch eben ins Heimatdörfsken. Können auch was konstruieren. Und zwar einen Götzen. Das dauert ja nicht lange. Ansonsten habe ich noch was. Ja, haben wir alles fertig. Da kann ich, glaube ich, beim Held. Kann ich, glaube ich, nichts machen. Nein. Können wir noch nichts machen. Wir können ja mal einmal noch auf der Karte gucken. Ich habe so lange nicht geschaut. Oh, Mega Crab. Ist das noch am Laufen? Ah, ist zu Ende. Mega Crab ist vorbei. Da ist noch was. Da sind noch Ressourcen. Da sind auch noch welche. Sonst doch irgendwo eine kleine. Ja, da ist noch eine. Nehme ich immer gerne mit. Die nimmt man immer gerne mit. So, ich glaube, das war's aber. Oder habe ich jetzt irgendwo. Da. Hätte ich fast was übersehen. 2 Stück. Haben wir noch irgendwo Diamanten? Ich glaube nicht. Und das ist im Endeffekt auch egal, denn ich habe echt lange nicht mehr gespielt. Wenn, war es wahrscheinlich Matthias. Und ja, wenn ihr mal mehr Boom Beach wieder sehen wollt, ich freue mich. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn da noch Interesse besteht. Es ist ein geiles Spiel, wirklich. Es ist wirklich ein sehr geiles Spiel. Muss man sagen. Richtig cool. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.